Pyramid. Das ist brutal. Drehen wir? Ja. So. Herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. So, 3 Tage noch bis zum Kampf. Heute, was drehen wir heute? Wir fahren gerade zum Gym. Letzte Trainingseinheit heute, bisschen auslockern noch, damit der Körper noch fit bleibt. Ein bisschen Smalltalk mit dem Team. Und ja, dann auch einfach spontane Sache, würde ich mal sagen. Ne? Ja, Abdallah, freust du dich auf Samstag, ne? Ja. Aber ey, Freitag wird auch richtig heftig, ne? Nicht vergessen, Leute. 17 Uhr, Europapassage, ist die Showwaage. Es werden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Leute von uns kommen. Wirklich, also nicht nur die Halle wird beben, sondern Europapassage wird auch beben. Ja, folgender Ablauf noch für diese Woche. Wie schon gesagt, mehrmals, glaube ich, auch schon erwähnt. Freitag ist die Showwaage. Freitag früh ist ja die offizielle Waage, es sind ja immer 2 Wagen. Morgen, also morgen Donnerstag. Das Video kommt, glaube ich, auch Donnerstag raus, ne? Ja. Also quasi noch heute ist Weightcut. Cutten wir ein paar Kilo, cutten wir runter. Dann ist halt am Freitag früh um 9 ist dann die offizielle Waage. Dann darf ich ganz mal wieder essen, alles rum und dran. Und endlich, Samstag geht's los. Das wird eine Schlacht, das wird wirklich eine Schlacht. Ich konnte mich auch nicht entscheiden zwischen ein paar Einlaufliedern. Eins davon ist auch, glaube ich, hier. Kennen die meisten. Jalousie Musik. Wollte ich auch. Kennst du das Lied? Ja. Kennst du das Lied? Mhm. Als Einlaufliedern wäre das auch schon krass, aber das haben viele genommen. Viele MMA-Kämpfer haben das Lied. Deswegen habe ich mich für ein anderes Lied entschieden. Ich bin eher so ein Mensch, ich mag jetzt nicht mit Musik reinzukommen, wo die Musikboxen beben. Weißt du, was ich meine? So durch Bass und so. Ich mag eher so dieses Gänsehaut. Weißt du, was ich meine? Ich habe echt ein geiles Lied ausgesucht. Werde ich aber nicht verraten, das seht ihr direkt am Kampftag. So, das sind die T-Shirts für den Kampf. Hier hinten. Sieht man das gut? Ja. Ja? Ja. Geiler Stoff, Digga. Auch ein sehr, sehr geiler Stoff. Wer war der Designer? Mo. Abdallah, nein, das warst du, Digga. Er kann echt gut designen. Ich schlage links, rechts und der taucht rein. Ich lasse ihn runterbringen und nach hier versuche ich aufzustehen. Und er arbeitet mit. Ne? Komm, komm. Warte, ich bin gleich wieder. Komm. Versuch mal rüber zu kommen. Rüber, zur anderen Seite. Zeit machen. Ja, warte. Okay, die ganze Zeit. Here we go. Hey, mach bei ihm keine Pause. Er muss aufstehen die ganze Zeit. Lass anders machen. Komm. Du machst nur angreifen, mach nichts anderes. Ja. Du gehst, versuch nur jetzt aufzustehen. Er greift mich an. Ja. Du gehst runter und du wirst hochzustehen. Du gehst dann hoch und dann mach ich.
Nicht in der, ja, genau gleich so. Acht auf den Arm. Halt den Arm lang fern. Keiner von euch atmet. Ihr macht zu wenig Action. An die Wand, eine verteidigt, eine schlägt. Jemand zum Moment. Wir. Ja. Er geht. Ne, warte mal andersrum. Geh du mal wieder da, Hanni. Geh du mal zum Moment. Wir kommen dich hier. Mach mal. Komm. So ist richtig. Runterbringen nur. Nein, nicht. Er muss verteidigen, ja. Nicht lassen. Ne? Komm. Verteidigen, Arm rein. Bein nach außen, ja. Kopf, drück deinen Kopf runter, Mohammed. Ja, das musst du früher machen. Bein befreien, nimm den Arm raus, nimm einen Arm raus. Weiter. Und jetzt Kopf runterdrücken. Ja. Wir beide. Dann, weißt du, ihr sollt nicht umsonst warten, verstehst du? Dann kommt ihr mit 18:30, dann habe ich die schon fertig, die beiden. Okay? Lasst mit eure Sachen hier nicht, dass ihr wieder vergisst. Morgen nur leichte Speimutung sein. Leichte Schattenbocken, 3x5 Minuten, aber so, dass ihr schwitzt, ne? So, dass ihr ein bisschen so seid, nicht so. Damit der Pumpe weiterhin in Arbeit bleibt, in Lunge. So, fertig mit dem Training. Letzte Trainingseinheit endlich. 8 Wochen Vorbereitung endlich durch. Noch 2 Tage, dann geht das los. Also für mich geht das, glaubst du mir, ab morgen schon los. Weil morgen fängt das so langsam an. Freitag ist ja schon die Waage. Samstag ist der Kampf. Und morgen ist ja sowieso Wake-up-Abend. Ja. War ein gutes Training. Jetzt geht's nach Hause. Kleinigkeit, was zu essen. Und ab morgen kein Wasser, kein Essen. Oder nee, was heißt kein Essen? Die sehr, sehr, sehr kleine Mahlzeit, kein Wasser wegen Wake-Up. Und am Samstag geht's los. Ne? Ja, aber es werden trotzdem richtig krasse und geile Videos bzw. Vlogs auf euch zukommen. Schauwaage, Kampftag, offizielle Waage, alles drum und dran. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Seid gespannt. Nicht vergessen, Leute, viele gucken, also ich merke, dass viele unsere Videos angucken, aber nicht abonnieren. Abonnieren und Glocke aktivieren. Das ist mein Lavi. Zeig mir Ismail Lavi. Hier ist mein Lavi. Ja, Ismail Lavi voll im Stress. Weil Ismail Lavi ist ja der Veranstalter vom Training, weißt du? Und er ist auch sehr, also mein eigener Trainer ist der Veranstalter von der Unity Fight Series. Und er ist selber sehr im Stress. Aber wir haben gerade gesehen, dass er am Lächeln ist. Das finde ich gut. Okay, meine Lieben.
bitte nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren und das Video teilen.